Thomas Krüger, ich bin Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein erstes Mal reicht lange zurück. 1985 hat der damalige Bundespräsident von Weizsäcker eine Rede gehalten zum Kriegsende, die gedruckt eben auch in die DDR verschickt worden ist. Und auf diese Art und Weise bin ich schon zu DDR-Zeiten mit dieser Institution in Berührung gekommen. Die Institution hat sich heute stark verwandelt. Sie hat einen klasse Internetauftritt, kann man jedem empfehlen. Und was ich besonders toll finde, das ist mein Geheimfavorit der Bundeszentrale, ist der geprintete Fluter. Das Themenheft viermal im Jahr. Einfach klasse Texte, die anregen, die mitreißen und mitziehen. Ich fordere jeden auf, der irgendwie eine Berührung zur Bundeszentrale für politische Bildung hat oder eine besondere Geschichte oder ein Lieblingsprodukt, dieses aufzunehmen und uns zu schicken als Geburtstagsglückwunsch zum 60-jährigen Jubiläum der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir verstehen uns als eine Institution, die eigentlich mit vielen gemeinsam dieses kostbare Gut öffentlich sichtbar machen wollen. Und insofern würde ich mich sehr freuen, wenn alle, die Lust haben, sich äußern, ihre Geschichte erzählen, das erste Mal und den Geheimfavoriten uns mitteilen.